Salut Pilot! Willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Vor circa einem Jahr habe ich im Zuge eines Videos der Beginner Guide Reihe ein Video zum Thema Piloten und Implantate veröffentlicht. Dieses Thema ist recht umfangreich und komplex, weshalb ich hierzu noch einige weitere Videos produzieren möchte. Wie Piloten funktionieren, auf welche Arten von Piloten man setzen sollte und was es mit den Implantaten im Allgemeinen so auf sich hat, habe ich bereits mit euch besprochen. Wir machen jetzt den nächsten Schritt und gehen etwas mehr ins Detail. Seltene, epische und legendäre Piloten stellen in der Regel kein Problem da, sind recht selbsterklärend und werden von den meisten Leuten verstanden und richtig ausgebaut. Probleme bereitet allerdings der limitierte Pilot. Immer wieder werde ich gefragt, sind limitierte Piloten besser als legendäre Piloten? Wie baut man diese Piloten richtig aus und wo bekomme ich sie her? Das und mehr nach dem Intro. Bevor wir uns jetzt auf die limitierten Piloten konzentrieren, möchte ich noch einmal kurz erklären, was Piloten eigentlich sind und wozu sie benötigt werden. So als kurzes Recap des alten Videos sozusagen. Piloten sind ein Feature, das ihr recht früh im XP-Pfad freischalten könnt. Habt ihr das getan, könnt ihr diese über euer Inventar für Credits und A-Coins freischalten. Seltene Piloten kosten 40.000 Credits, epische Piloten 1.400 A-Coins und legendäre Piloten 3.840 A-Coins. Ein ganzes Stück also. Piloten, die gerade erst neu erschienen sind, können für einige Monate ausschließlich über Echtgeld oder Playoff-Events erstanden werden. Es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel der epische Ansturmpilot Akanta oder die limitierten Piloten Neymar Jr. und MVP Neymar Jr., welche über ein Derby-Ereignis oder das bloße Einloggen über mehrere Tage erhalten werden konnten. Das sind allerdings die Ausnahmen von der Regel. Piloten tun im Prinzip drei Dinge. Sie steigern die Lebenspunkte eures Mechs, bieten euch einen allgemeinen Waffenschaden, der euch unabhängig von der inhärenten Fähigkeit eures Piloten zugestanden wird. Und dann gibt es noch den speziellen Waffenschaden, der ausschließlich den Schaden des Waffentyps erhöht, für den der Pilot gedacht ist. Sollten hier Unklarheiten herrschen bezüglich der inhärenten Fähigkeit oder der Frage, was es mit dem speziellen Waffenschaden auf sich hat, empfehle ich euch noch einmal, das alte Video zu den Piloten und Implantaten anzusehen. Eure Piloten können darüber hinaus mit Implantaten versehen werden. Seltene Piloten mit je 2, epische mit je 3 und limitierte sowie legendäre Piloten mit je 4 Implantaten. So weit, so gut. Limitierte Piloten stellen allerdings in vielerlei Hinsicht eine Ausnahme dar und führen nicht selten zu Verwirrung bei neuen, aber auch erfahrenen Spielern. Normalerweise supportet jeder Pilot einen Waffentypen. Ja, zum Beispiel Ansturm, Rakete, Gewehr und so weiter. Limitierte Piloten supporten jedoch jeweils zwei verschiedene Waffengattungen. Neymar Jr. beispielsweise supportet Ansturm- und Raketenwaffen. MVP Neymar Jr. supportet Zielsuchende und Nahkampfwaffen. Darüber hinaus verfügen limitierte Piloten über den Vorteil, dass sie eure Mechs 1,2 Sekunden länger sprinten lassen und die Dauer zwischen den Sprints um 4 Sekunden verkürzt wird. Ihre Stats, also um wie viel Prozent sie die Lebenspunkte eures Mechs erhöhen und um wie viel Prozent der Schaden eurer Waffe erhöht wird, liegt zwischen den epischen und den legendären Piloten. Nachdem wir nun die Besonderheiten dieser Pilotengattung kennen, erkläre ich euch, wie man einen limitierten Piloten ausbaut. Auch wenn limitierte Piloten zwei verschiedene Waffensysteme supporten, solltet ihr euch beim Ausbau eures Piloten auf einen Waffentypen beschränken. Das liegt daran, dass ein gut ausgebauter Pilot 2 bis 3 Implantate für die Waffe und 1 bis 2 Implantate für den Mech benötigt. Belegt man die Implantatslots mit jeweils 2 Implantaten für jeweils 2 verschiedene Waffen, kann der Pilot und somit auch die gewählte Waffe nicht mehr effektiv eingesetzt werden. Hier meine persönliche Empfehlung. Neymar Jr. sollte man auf Raketen ausbauen. Ansturmwaffen gibt es leider keine besonders guten. Und ja, Carbine ist zwar am Anfang gut, später allerdings nicht mehr so wirklich, weshalb es sich empfiehlt, diesen Piloten auf Missile Rack oder Disruptor auszubauen. Bei MVP Neymar Jr. hingegen ist die Entscheidung Geschmackssache. Es gibt gute zielsuchende Waffen wie die Helix oder den Disc Launcher und es gibt gute Nahkampfwaffen wie die Amber Gun oder die Fragment Gun. Aber wie soll man die Implantate auf Neymar verteilen? 2 für die Waffe oder 2 für den Mech? Oder doch anders? Hier gibt es 2 verschiedene Herangehensweisen. Bestimmte Waffen benötigen 3 Implantate, um gut zu performen. Andere Waffen wiederum benötigen nur 2 Implantate, wie beispielsweise die EM Rifle oder die Railgun. Für beide dieser Waffen gibt es ein Implantat, das die Reichweite erhöht. Die sind allerdings nicht notwendig, da die beiden Waffen die meisten Maps auch ohne erhöhte Reichweite abdecken. Nutzen wir also eine Waffe, die 3 Implantate benötigt, wie beispielsweise die Helix, sollten wir den letzten Implantatslot für ein Implantat reservieren, das den Mech bzw. seine besondere Fähigkeit unterstützt.
Entweder wir nutzen das Abklingzeitimplantat, welches mit zu den besten Implantaten im Spiel gehört und dafür sorgt, dass ihr eure Fähigkeit schneller wieder einsetzen könnt, oder wir nutzen ein mech-spezifisches Implantat, also ein Implantat, das nur für einen bestimmten Mech gemacht ist und auch nur auf einen bestimmten Mech funktioniert, wie beispielsweise die Guardian-Systemabsturzreichweite. Auch hier kommt es ganz auf den Mech an, für was man sich hier entscheidet. Das ist allerdings ein Thema für ein anderes Video. Aber woher bekomme ich die beiden limitierten Neymar-Piloten eigentlich? Die beiden Piloten konnten vor einiger Zeit, also vor langer Zeit, über ein Derby gratis erworben werden. Seither sind die Piloten nicht mehr zu bekommen, weder im Shop noch im Inventar noch über ein Playoff. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, allerdings schätze ich, dass wir auf ein solches Angebot oder auf ein erneutes Angebot dieser beiden Piloten noch lange warten müssen. Das war's allerdings mit dem Video für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.